euch heute mein neues Futter vorstellen, beziehungsweise mein Futter, was ich das ganze Jahr über lang getestet habe. Eine eigene Mischung und habe damit auch schon erfolgreich gefangen das ganze Jahr über. Jahr im Handel geben und wir werden mal sehen, was der Tag so bringt. Ich werde auf jeden Fall versuchen, ein paar dicke Rotaugenbrassen zu fangen und alles weitere sehen wir gleich. Des Futters erreichen wir eine perfekte Konsistenz, gleichmäßige Verteilung der Feuchtigkeit. So löst sich das Futter hinterher gleichmäßig aus dem Korb und wir haben nicht das Problem, dass beim Wurf oftmals oder auch so zwischendurch halt eben irgendwelche Bröckchen abfallen. Das kann jetzt nicht mehr passieren, weil das gleichmäßig durchnässt ist. Schwebende Partikel zu vermeiden, die uns den Fisch vom Futterplatz ziehen könnten. Und länge meine Route, also meine Montage, auf 30 Metern ab. Das passiert mit dem Montage, das tue ich mit den Ablenkstangen. Meine Ablenkstangen haben einen Abstand von 5 Meter. Da gibt es ja verschiedene auf dem Markt, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter. Ich bleibe bei 5 Metern. Thank you.
meine Montage auf 30 Metern abgelenkt, in den Clip eingehängt. Wenn ich sauber in den Clip werfe, erreiche ich immer die gleiche Distanz. Und das ist das, was wir heute wollen. Gezieltes Füttern. Darüber hinaus versuche ich heute mit einer 2-Unzen-Spitze zu fischen. Man hat mir den Tipp gegeben, dass ich mit einer feineren Spitze auch bei diesem Wetter eigentlich ein bisschen besser kennen sollte. Weil es ist so, dass sie hier wirklich teilweise ein bisschen vorsichtig beißen. Und durch diese vorsichtige Beißweise habe ich mit einer 3- oder 4-Unzen-Spitze Probleme teilweise, die Bisse sauber zu erkennen. Jetzt gehe ich her, nehme eine 2- oder 2,5-Unzen-Spitze und würde versuchen, auch in Strömungsverhältnissen von 80 bis 100 Gramm sauber angeln zu können. Wir werden sehen. Zur Not muss ich noch umbauen auf die andere Route. Jetzt kommt die Startfütterung und dann kann das Angeln beginnen. Was ein schöner Bresen. Das Futter macht, was es soll. Es fängt Fische. Ich habe das heute ein bisschen aufgepeppt mit Eye-Cake-Partikeln und roten und gelben Fluo-Partikeln. Ich habe hier eine Sinkzeit von 8 Sekunden, beziehungsweise 6 Meter Wassertiefe. Weiß man nicht so genau, aber ich schätze das. Und ich bin immer dafür, dass man in diesen Tiefen mit Fluo-Partikeln
arbeiten sollte, um halt eben die Aufmerksamkeit besser auf den Futterplan zu legen. Mal einen Wurm und eine Made. Zigarettenkippen nicht ans Wasser schmeißen. Packt sie euch auf den Tisch oder eine Box und werft sie hinterher in den Restmüll. Am besten gar nicht rauchen. Angeschlagen. Das war eine Krabbe. Aber die hat mir den ganzen Haken abgeschnitten. Thank you.
damit die Krabben auf den Platz lockt, bleibe ich vielleicht doch lieber beim Mahnen. Ich verwende heute die braunen Kingfeeder, einfach aus dem Grund, die sehr weich im Rückfahrt reduziert Fischverluste. Was so nicht ärgerlich ist, als wenn du dicken Bresen dran hast und dann ist er weg. Erkennung ist bei dem Wind heute nicht so toll. Aber was soll's.
sehr schönes Rotauge. Von über 40 cm garantiert. Zusammenpacken. Es konnten heute einige schöne Fische gefangen werden. Große Brassen, dicke Rotaugen, sehr schöne Rotaugen. War für mich ein erfolgreicher Angeltag, ein erfolgreicher letzter Futtertest meines Futters, was nächstes Jahr im Handel erhältlich sein wird. Und ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Wir sehen uns vielleicht nächste Woche wieder, sonst übernächste. Ich muss schauen. Und Leute, bei dem Wetter, auch wenn die Sonne scheint, zieht euch was Warmes an. Ich bin auch froh, heute auf meine warmen Thermoklamotten umgestiegen zu sein, weil bei dem Wind, ne, der Sommer kommt vielleicht nochmal wieder, aber
aktuell haben wir Herbst. Bis demnächst, Petri.